Herzlich willkommen, meine Freunde. Es ist wieder Let's View oder Look oder was weiß ich Zeit. Ich möchte euch einen neuen Hack präsentieren, der es mir angetan hat, beziehungsweise auf den ich aufmerksam geworden bin. Das ist Pokémon Nacht Schwarz. Ein deutscher Hack. Ich bin begeistert. Knopfbelegung interessiert uns nicht. Du bist das Kind des Gründers der Safari-Zone und wächst bei deinen Eltern auf. Du hast eine normale Kindheit, bis eines Tages Professor Eich, ein guter Freund deines Vaters, in dein Dorf zieht. Seitdem hat sich so viel geändert. Du lebst in der Region genannt Samin, wo neuerdings häufiger Unruhen aufkommen. Eine neue Spezies verbreitet sich dort und Professor Eich möchte dies genau untersuchen. Der Typ Unlicht wird bekannt. Während der Forschungen taucht eine Organisation mit furchtbaren Plänen auf. Vereitle ihre Bewegung und sorg für Sicherheit. Viel Vergnügen. Liebe Grüße, Madcap und Team. Danke an diesen Hack. Ich bin gespannt. Hallo. Boah, der Rand sieht ja auch geil aus. Ist natürlich wieder absolut blind. Ich habe nicht mal reingeguckt. Ich habe nur gepatcht und den Titelscreen gesehen und dann ging's los. Bin echt gespannt. Hallo. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Arch. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt von Wesen bewohnt, die man Griffel nennt. Ich befinde mich momentan in Samin, wo ich Forschungen über den neu entdeckten Typus Unlicht betreibe. Und du wirst mir helfen. Ey, gar keine Wahl, man wird sofort gezwungen. Zunächst sollst du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ich bin ein Jung, wart's eben. Ja, bin mir sicher. Lautet dein Name? My name is Duran. What's your name? In der Grundschule hier damals. Obwohl, ich hatte es ja erst in der US-Englisch. Genau, dein Name ist also Duran. Das ist mein Enkel. Er hilft mir ebenfalls bei meinen Forschungen. Sein Name war noch gleich. Gary? Ja, mit wem kann sie Gary heißen? Ah, Gary. Ja, komm, Gary, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Duran, eine unglaubliche Reise erwartet dich. Von einem Mutabenteuer Geheimnisse, kurz gesagt, ein Dream was coming true. Option. Texttempo bitte schnell, Animation, Kampfstil auch. Geile Motive gucken. Nehmen wir eins. Eins sieht cool aus. Natürlich zeige ich euch den Hack auf 200% Geschwindigkeit, denn alles andere wäre absurd. Was machst du denn hier? Duran, du weißt doch, wie es im Moment um die Safari-Zone steht. Ich habe mir etwas überlegt. Ein guter Freund von mir, Professor Eich ist sein Name, ist nun in unsere Region gekommen, um neue Unlicht-Pokémon zu erforschen. Als wir uns unterhielten, sprachen wir auch über die Safari-Zone. Er vermutet, dass die Unlicht-Pokémon etwas mit dem Verschwinden der anderen Pokémon zu tun hätten. Natürlich. Professor Eich schlug außerdem vor, neue Pokémon anzulocken mit Hilfe der 8 Evolutionsorden. Diese erhält man, wenn man die 8 Evolutions-Pokémon einfängt. Aha. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber könntest du versuchen, diese schwere Aufgabe zu lösen? Ich bin gerade aufgestanden, ich mach das. Ich würde ja selbst tun, aber ich muss zu viel erledigen. Eine schon die Presse macht mich fertig. Geh einfach ins Labor von Professor Eich. Er wollte mit dir sprechen und sogar ein Pokémon geben. Ich bin stolz auf dich, Duran. Und nun mache ich mich auf den Weg in mein Büro in Kuro. Komm mich dort besuchen, sobald du dein erstes Pokémon hast. Tschüss, Bill. Stöpsel. Ah, Mutti! Du brichst nun auf. Ich wusste, dieser Tag würde irgendwann einmal kommen. Deswegen möchte ich dir das hier geben. Schwarze Flöte? Weiße Flöte? Unsere Mom hat uns gerade zweimal irgendwas geflötet. Eine Flöte gegen, egal. Ich hoffe, du kannst diese Flöten gut gebrauchen. Nun geh schon, Professor. Ich warte auf dich. Ach, und Duran? Ich hab dich lieb. Oh, das ist ja niedlich. Eine schwarze gläserne Flöte, die wilde Pokémon vom Angriff abhalten kann. Eine durchsichtige gläserne Flöte, die wilde Pokémon anziehen kann. Toll. Aki. Aha. Na, nice. Duran, komm schnell in mein Labor. Ich habe etwas für dich. Nein, ich habe Angst. Lass mich. Okay, das sieht noch ganz normal aus. Da hat sich nichts getan. Optionen waren wir gerade. Ja, wie gesagt, das ist auch jetzt wieder ein ungefähr... Zerschneider. 30-minütiger Einblick in dieses Game. Mal gucken, wie es so ist. Ich möchte unbedingt einen Scaraborn fangen. Aber es kommt einfach keins. Wir haben doch so den einen Baum zum Schütteln. Schüttel dir woanders ein. Du solltest dir gut aufpassen. Die Pokémon in der Samia-Region sind stärker als die zum Beispiel in Kanto. Ja, klar. Professor Eichs Labor. Okay, da gehen wir gleich rein. Ich bin zum ersten Mal in Aki. Was mich wohl in der Safari-Zone erwartet? Komm, ich will jetzt meinen Pokémon haben. Oh, ich will hoffen, es ist ein Unlicht. Oh, wie geil. Ich mag Unlicht. LOL, was ist das denn? Nur ein Pokémon. Mein Forschungsteam hat vor kurzem eine neue Spezies Pokémon entdeckt, die des Types Unlicht. Es gibt nicht viele von ihnen, aber wir waren in der Lage, eines von ihnen zu fangen. Wir haben es Hunduster genannt. What?
Wir bitten dich weiter zu forschen. Nimm dieses Hunduster. Nice! Außerdem hältst du einen Pokéhex, damit du Einträge über Unlicht-Pokémon sammeln kannst. Leute, das Spiel ist jetzt schon geil. Geil, ich hab einen Hunduster. Eins meiner liebsten Unlicht-Pokémon. Flinkklaue! Silberblick und Glut. Alter, wie geil ist das denn? Dieser Hack hat jetzt schon für mich gewonnen. Leute, ist das geil. Was ist das denn für ein Gebäude? Das ist ja Safari-Zone. Safari-Zone ist der Moment, aber Summit Sprint. War da keiner Pokémon mehr auftauchen. Okay, das ergibt Sinn. Ach, da ist ein Item, aha. Hier passiert nie etwas und plötzlich tauchen diese Unlicht-Pokémon und diese eigenartigen schwarz gekleideten Verbrecher auf. Gibt es da einen Zusammenhang? I don't know. Läuft vor das kleine Haus von außen. Mensch, hast du dieses Kraft? Ich will befördert werden. Dann mach mal was. Jeder Polizist hat ein Fukano bei sich. Ja, warum? Kriegt man direkt geschenkt. Polizeistation Aki. Ey, Leute, der ist ja richtig nice, der Heck. Es ist alles wieder in Ordnung. Du kannst ruhig passieren. Dankeschön. Bald habe ich Geburtstag und wir bekommen mein ganz eigenes Pokémon. Ich bin nicht so aufgeregt. Hi. Ich liebe es zu entspannen. Also wenn ich du wäre, dann würde ich schnell meine Pokémon trainieren. Ich habe gehört, in Samin ist es nicht so leicht wie in anderen Regionen. Route 1. Aki, Kuro. Okay. Ein Item, das will ich erst haben. Ein Trank, dankeschön. Das sieht ja nice aus hier. Ein Hut. Los, Hunduster. Boah, die Farbe auch richtig nice. Der Rand da rechts sieht interessant aus. Der schwarze Balken, da sieht komisch aus, irgendwie ein bisschen. Naja, aber gut. Oh, Hunduster, ey, Leute. Oh. Kennst du hier einen Platz zum Zelten? Oh, oh. Oh, oh. Lol, Taubsi. Ta. Hunduster, ist das geil. Raubi. Raubi. Tot. Einfach weggeburnt. Und du hast Level 6 Spezialangriff schön hoch. Nice, 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 nice. Boah, ein Pinsir, was denn hier los? Alter, mal. Oh, lol. Das hat mal. Nice, Level 7. Jaula, cool. Falls sich jemand darüber echauffieren möchte, sag ich mal, dass hier, oder dass der Sound ein bisschen anders klingt. Pichu, nee, will ich nicht haben. Das liegt daran, dass ich hier bei mir in meinem Ess- bzw. Wohnbereich aufnehme. Denn bei diesen unsäglichen Temperaturen, die gerade herrschen, kann ich in meinem Zimmer, wo ich sonst aufnehme, nicht aufnehmen. Denn die Temperaturen würden mich vernichten. Ja. LOL! Scheiße, das vernichtet mich. Vielleicht auch nicht. Na, vielleicht auch nicht. Warum Level 11? Hallo! Ich bin gerade mal in der Region und schon kriege ich hier Level 11 entgegengeschmissen. Okay, kann ich noch nach oben gehen und mich heilen? Lol, ein Snubbull. Lieber nicht. Es ist zu großer Risk. Aki. Kann ich mich bei Mami ausruhen? Mami. Du kannst eine kurze Pause einlegen. Sehr schön, ich spiele auf deiner Flöte, während du schläfst. Was bitte? Was ist denn hier los, Mann? Ey, Alter, geht gar nicht. Oh Mann. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgedreht. Liegt auch daran, weil wir gerade von einem kleinen... Was bist du denn für einer? Hey, alter Pokémon-Supermarkt, ich verkaufe viele praktische Dinge. Du findest unser Laborladen in Kuro. Jetzt gebe ich dir ein Geschenk. Hier einen Trank. Dankeschön. Bin auch ein bisschen aufgedreht, weil ich gerade von einem kleinen... Ich sage mal, Marathon mit dem guten Ryu wiederkomme. Wir haben eine unserer berühmt-berüchtigten Challenge-Nummern weitergemacht. Ich muss sagen, es war sehr zeitintensiv. Oh, ein Trank, dankeschön. Und jetzt wollte ich im Anschluss noch einfach mal eben eine Folge hier ein Hack anspielen und mal gucken. Und dieser Hack, der hat es mir jetzt, also der letzte war schon geil, aber der hier hat echt noch was Scheiße drauf gesetzt. Vor allem, weil er deutsch ist, ist auch nice. Hey Duran, mein Opa hat mir von dir erzählt. Ich bin nämlich der Enkel von Professor Eich und helfe ihm bei seinen Vorschauen. Folglich sind wir nun Kollegen. Wie wär's, Lust auf einen kleinen Kampf? Los geht's. Nee, eigentlich nicht, aber naja. Quapsel. Uncool. Ey, uncool. Ein scheiß Quapsel, ey.
Haha. Quapsel brennt, Quapsel brennt. Den sollte ich auch noch besiegen können, ne? Ist easy peasy. Das war stark. Dankeschön. Wow, nicht schlecht, du hast Talent. Naja, ich gehe mal weiter in Richtung Asahorn. Asahorn. Asahorn, was weiß ich. Asahorn. Ah, ich kann nicht sprechen. Ist da ein Item? Nein. Was ist denn hier lang? Ah, da steht ein Rocket. Da steht ein Rocket! Was ist das denn? Haus der Hacker. Was? Ed. Hi, ich bin Madcap, Autor dieses Hacks. Ich hoffe, du hast viel Spaß und dir gefällt unsere Umsetzung. Als Dank, dass du diesem Hack eine Chance gibst, möchte ich mich bei dir revanchieren. Hier, nimm dies. Hyperball, ey, cool. Spaß dir gut ein, du wirst es noch gebrauchen können. Dankeschön. Hi, ich bin Raimu Hakurai und ich arbeite an Nachtschwarz mit. Ich habe die Overworlds eingefügt. Du wirst noch welche sehen. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß. Danke, cool, das ist nice. Hat die Musik auch voll hier vorne, Top 4. Joe, ich spiele gerne Poppelmon. Am liebsten Nashi und ich... am liebsten Nashi ich sie. Ja, verstehe ich nicht. Let's play, let's play, let's play, let's play, let's play. Ja, das tun wir hier. Let's play. Und bei diesem hier bin ich echt geneigt zu sagen, ich mache einfach ein Let's Play davon, weil das ist so. Für den Rocket will ich noch nicht, der macht mir Angst. Nice. Bin ich denn hier? Was zum Geier? Ich meine, Rockets sitzen da einfach rum, ey. Hast du ein Glas Wasser für mich? Ich kann hier weit und breit kein Wasser finden. Ja, guck mal, du Trottel. Mal die Augen auf, ey. Spastiker. Was ist das hier für eine Scheiße? Ja, die ganze Ecke hier rumlaufen. Hilfe! Was ist das denn? Hallo, wie komme ich denn da ins Pokémon Center? Was ist das? Ah, von hier. Ich bin voll naturbelassen hier. Warst du schon im Norden von Kuh? Dort befindet sich ein merkwürdiges Haus mit merkwürdigen Leuten. Alter, das ist doch richtig geil gemacht, Leute. Zu meinem Geburtstag bekomme ich auch endlich mein erstes Pokémon, weil ich so gut in der Schule war. Ich kann es kaum erwarten. Was es wohl wird? Hoffentlich eines von den neuen. So viel zu gute Leistung gleich Lob, ne? Zu viel Lob, alles klar, Lob. Und dann die Kinder unter Druck setzen, aber egal. Bald bin ich auch endlich mit der Schule fertig. Geht mir das auf den Geist. Hä? Wie lange brauchen die denn noch? Okay. Lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Hallo du. Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Brauche ich nicht. Ich bin ein Pokémon-Meister. Ich schaffe das auch so. Möchtest du die alte Legende hören? Ja, klar. Siehst du die Höhle dort drüben? Ja. Eine alte Legende besagt, dass die 8 Evolutions-Pokémon in einer Höhle, gelegen auf einem See, inmitten des Nichts geboren wurden, von der Mutter der reinen Herzen. Anschließend verließ die Mutter die Höhle und zog weiter. Die 8 Evolutions-Pokémon waren von Anfang an dazu bestimmt, Gleichgewicht zwischen den Kräften zu wahren. Deswegen verließen sie auch die Höhle und wurden seitdem nur selten von Menschen gesehen. Diese Legende hat mir mein Großvater erzählt, als ich noch kleiner war. Ich weiß nicht, was davon der Wahrheit entspricht, doch ich spüre, da steckt noch mehr hinter. Cool. Sind dir die neuen Pokémon auch schon aufgefallen? Wow, du besitzt sogar eins? Dann hast du ja noch mehr Ahnung als ich. Was ist das hier? Keine Ahnung. Was ist das hier? Keine Ahnung, hat jemand am Zaun gespart? Auch wieder jemand am Zaun gespart. Hallo, geht's denn hier zum Pokémon-Set? Duran, warte einen Augenblick, ich habe etwas vergessen. Einer meiner Forscher fand dieses Ei. Angeblich soll sich darin ein Unlicht-Pokémon befinden. Überprüf dies bitte. What? Und nun solltest du deinen Vater in seinem Büro besuchen gehen. Ich werde in meinem Labor weiter forschen. Was? Ein Ei? Lol, ein Unlicht-Pokémon ist da drin. Nice. Ich will Nachtara haben. Du bist ein angehender Trainer, stimmt's? Wenn du willst, führe ich dich herum und zeige dir grundlegende Dinge, die du wissen solltest. Nein? Nein, lass mal lieber. Das sparen wir uns auf. Was bist du denn für einer? Hey, du, dein Vater ist wieder hinten im Büro. Aha. Kann ich mich hier heilen? Cool, Geburtsstadt der Legenden. Ja, Pokémon Center. Jawohl. Nice. Ein Heal. Ich brauche ein Heal. Dann gucken wir mal, was unser Papst will. Duran, du bist, da bist du ja endlich. Ich habe schon auf dich gewartet.
Wie ich sehe, bist du ja schon im Besitz eines Pokémon. Und was ist das? Ein Ei? Was daraus wohl schlüpfen wird? Naja, egal, hör mir bitte zu. Ich habe recherchiert und herausgefunden, dass ich im Dunkelwald eines der 8 Evolutions-Pokémon aufhalten soll. Würdest du dort bitte nachschauen? Aber pass auf dich auf, es treiben sich in letzter Zeit merkwürdige Gestalten herum. Nimm aber noch die hier mit, bevor du dich aufbrichst. Nice. Ich möchte dir ebenfalls ein Pokémon mit auf die Reise geben, aber du solltest es dir nicht aussuchen. Was, du solltest es dir nicht aussuchen? Ich stelle dir nun eine persönliche Frage und deine Antwort wird... What? Auch entscheiden, welches Pokémon zu dir passt. Welches Element passt zu dir am besten? Wasser, Feuer, Luft, Boden. Ohne Scheiße, ich mache hier ein Safe-Set. Ich will wissen, was jedes von denen ist. Nehmen wir mal Wasser. Das ist ja aus Wasser entschieden. So soll es sein. Ein Jurob, okay. Feuer. Ein Ponita, okay. Luft. Ein Natu, das ist sehr schön. Und Boden. Ein Fanpi. Dankeschön. Für diesen Hack nehmen wir einfach mal Luft. So. Kümmere dich gut, ob das neues Pokémon. Ich weiß nicht, aber das ist alles besonders. Aber es ist eines der letzten der Safari-Zone verbliebenen. Oh. Natu. Schnabel und Silberblick. Voll cool. Geil. Unser Dad schenkt uns einfach ein Pokémon. Voll cool. Was gibt's denn hier im Markt? Können wir uns was kaufen? Pokebälle nehmen wir ein paar mit. Vor allem auch noch ein paar Tränke. Gegengifte. Ich nehme jetzt mal erstmal alles Mögliche mit, nur damit ich mir mit unterwegs nichts passiert und ich zu oft heilen muss. Denn das geht ja alles von der Spielzeit ab. Und die Turbo-Treter sind auch wieder im Spiel. Jawohl. Schwarzmarkt. What the fuck? LOL. LOL, wie geil. Ab hier wird es gefährlich. Nimm am besten einige Tränke mit. Und gib mir doch welche. Oh, na toll, es regnet. Das schwächt unsere Feuerangriffe. Was ist da? Was so? Hau ab, Pimpf. Nee, den trete ich nicht an. Der hat Gesteins-Pokémon. Hallo. Warum müssen wir immer Wache halten? Und warum muss ich das immer mit dir machen? Warum nur? Riech mal. Was? Wer bist du denn? Was willst du denn? Lol. Von Team Rocket Wachen. Nice. Myrapla und Myrapla. Lol, Level 11. Oh, damn it. Gar nicht gut. Immerhin ein Volltreffer. Lockduft. Also Ponita sollte man hier nicht nehmen. Ich meine, wir haben doch schon einen Feuerpoke, ne? Nice. Wäre also doof. Fanpi? Fanpi wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Jurob? Jurob wäre cool. Hat man schon mal einen Wasserpoke. Das ist schon nice. Kann auch nicht sein. Das müssen wir sofort dem Boss erzählen. Ja, wir sollten keine Zeit mehr verschwenden. Ich will miterzählen gehen. Komm, lass mich mitgehen. Ein Visor. It's raining. Och, Visor, hör mal auf. Aua. Visor, du Schwein. Lass das. Aua, hör mal auf, meinen Natu zu kratzen. Aber ich muss sagen, von dem... Von Pokémon her und von der Umgebung ist das super schön. Der Pokédex ist noch nicht ganz auf die Samenregion umgestellt, deswegen können dort einige Fehler auftreten. Aber wir arbeiten daran, was? Hunduster. Lol. Sie treiben ihre Beute in die Enge und orientieren sich dabei an ihren Bällen. Voll krass. Haben alles schon gesehen. Toll, ne? Ist das nicht schön? Was ist das hier? Schädelberg. Alter, ich will hier nicht hin. Ich hab Angst. Ihr bist an den Nachen vorbeigekommen. Alter, Schädelberg hört sich schon voll brutal an. Was zu weit? Das funktioniert nicht. Autsch, das funktioniert sehr wohl. Ham, 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 ham. Mein Trank. Okay, ab doch da oben geht's weiter. Alarm, Eindringling, ist euch Deutsch. Haltet sie auf. Scheiße, Santa.
Das bringt 0, da müssen wir mit Hondustas Glutarm arbeiten. Aber ich muss sagen, das gefällt mir wirklich. Dieser Heck, der macht richtig Eindruck. Und er bekommt einen extra Bonus, weil er endlich mal scheint es ein richtig guter deutscher Heck zu sein scheint. Weil so viele gibt's denn auch nicht, wenn man mal ehrlich ist. Trank gefunden. Aha. Ist da unten? Keine Ahnung, ich will oben lang. Wenn man ehrlich ist, gibt's halt wenig deutsche Hecks. Was willst du hier? Ha, das kannst du gleich wieder vergessen. Du willst ja also durch, hä? Ja, Entschuldigung, ich möchte nicht sterben. LOL! Wie cool! Nice! Einfach mal durch. Da muss man echt sagen, also, aua. Ein Lob an die Leute, die diesen Hack gemacht haben. Ich finde, das ist wirklich einer, den kann man let's playen. Und ich muss mich echt bremsen zu sagen, so, ich mach das jetzt. Nein, das will ich noch nicht sagen. Nein. Ich will jetzt noch nicht sagen, ich möchte diesen Hack Let's Playen, aber ich werde ihn wohlweislich in Erinnerung behalten und nicht allzu weit von meinem PC entfernen. Denn ich denke mal, dass daraus echt was werden kann. Der scheint echt gut zu sein. Naja, wir haben noch 5, 6 weitere, die ich jetzt so noch in der Hinterhand habe. Und dann müssen wir mal gucken, wie es noch weitergeht. Wenn euch dieser Hack, ich fange schon mal langsam an mit der Abmoderation, obwohl es noch gut 9 Minuten sind. Oh, noch mehr Wachen. Wenn euch dieser Hack gefallen hat, dann würde ich mal sagen, Daumen hoch, meine Freunde. Sagt mir, wie ihr ihn fandet und vielleicht let's play ich ihn auch. Oh, da sind die Wachen schon wieder. Tragosso und Huthut. Alter, auch schon wieder Level 11. Aber erstmal das Tragosso umkloppen wäre vielleicht sinnvoll. Das Huthut sollte nicht das Problem sein. Vor allem hat der Heck ja jetzt schon bei mir gewonnen, weil man ein Hunduster bekommt. Und wenn jetzt in diesem, jetzt spinne ich mal ein bisschen rum, in diesem Ei ein Nachtara drin wäre, dann hätte der Heck auf jeden Fall bei mir gewonnen. Denn geiler geht's ja nicht. Der ist jetzt schon richtig nice. Noch mal Nachtnebel, obwohl das Ding ist normal. Der ist richtig nice, der Heck. Aber wir schauen mal weiter. Noch sind wir ja nicht fertig. Ich versuche jetzt einfach mal so weit durchzulaufen, wie ich kann. Und der Rest erübrigt sich ja dann. Und falls... Gott, wie viele Rockets hier rumlaufen. Leichte Beute. Und falls das hier Let's Played werden soll, dann würde ich ja sowieso nochmal von vorne komplett neu anfangen. Nicht wickeln. So was tut man nicht. Haha. Aber, wir sind immer noch bei der Zukunftsmusik. Wir sind bei hier. Genau, ich kann nicht richtig reden. Bist du mich da durch? Unsere Pläne werden sicherlich nicht durchkreuzt werden. Nice. Rocket Rupel. Patsch. Mit dem Schnabel in ins Gesicht. Alter, der heult drauf los hier. Mist. Oh, Natu, warum lässt du ihn nicht erledigen? Natu Level 11. Boah, Scaraborn. Da bleiben wir drin. Vierfachschwäche. Alter, Scaraborn Level 11. Lol, Vierfachschwäche macht ja mal gar nichts. Nochmal. Jawoll. Scaraborn ist auch tot. Boah, und Natu richtig nice am Pushen hier. Spätestens, wenn du beim Boss warst. Jetzt ist es aus mit dir. Lol, kipp mich nicht weg. Arschloch. Der kickt mich einfach weg. Komm hier gar nicht weiter. Gar nicht Stärke. Nidoran. Ja, du und dann den Silberblick. Energy Focus. Ich mach mal Nachtnebel. Ich glaube nämlich, da hat Giftdorn.
Ich habe keine Lust, mir durch Schnabel Giftdorn zuzuziehen. Tanzer. Komm und Luster da auch mal rein. Fährt draußen im Moped lang. Nice, nice, nice. Also trainieren kann man echt gut hier und ich meine, das gefällt. Das gefällt. Da oben steht der Boss. Kleinstein. Ich komme hier nicht hin. Hier steht nicht der Boss. Ich komme da gar nicht hin. Wie kommt man zu euch? Ist der Typ da oben weg? Hat was gescriptet? Getriggert, meine ich. Oh, ich verstand. Wer bist du? Bist du das Kind, das uns Probleme macht? Also ein Vorstand. Vorstand Joe. Mist, ein Magnetilo. Gar nicht gut. Komm mal schnell rein, Hunduster. Oh, Metal Sound. Ja, mal seine Spezialverteidigung noch geringer. Als wäre die nicht schon gering genug bei einem Hundemon. Hunduster. Felino, ach du Scheiße. Felino! Also die Teamzusammensetzung von denen gefällt mir auch. Muss man ehrlich sagen. Das ist eigentlich ganz nice. Ja, ja, Aquaknarre. Oh, Natu schlägt sich echt gut hier. Haha, die anderen haben wohl zu Recht verloren. Aber glaub nicht, dass du mehr über unsere Pläne erfährst. Geh durch und rede den Boss. Ich kann dich ja eh nicht aufhalten. Einfach verschwunden. Oh, hi, Boss. Es tut mir ja leid, Boss, aber es scheint nicht hier zu sein. Was, wer bist du denn? Oh Gott, Vorstand, was willst du von uns? Pass auf, dass du dich nicht in den Falschen anlegst. Das kann in die Hose gehen. Oh, oh. Jewel. Aha, mit einem Radfratz. Ein Volltreffer, na klar. Komm auf! Arschloch. Natu Level 13. Ein Schlurp. Ja, dann muss ich mal wechseln. Weil Schlurp würde mein Natu mit Schlecker wahrscheinlich kaputt hauen. Hey, uncool. Dann nehmen wir auch einfach mal einen Trank. So. Uncool, das kann auch. Das macht ja echt Schlecker. Nicht paralysieren. Hunduster, nein, aus jetzt. Bist du angreifen? So ist brav. Los, greif an. Jawohl. Haha, Hunduster, ich liebe dich. Juhu. Rocket Force und Jewel besiegt. Na, das ging ja wirklich in die Hose. Was wir hier wollen, fragt euch das Boss höchstpersönlich. Giovanni. Hallo. Es freut mich ehrlich, dich kennenzulernen, aber wir beide haben Fragen und vielleicht erhalten wir beide Antworten. Nach dem Kampf. Der ist voll OP einfach. Nee, doch nicht. Radfratz? Warum? Warum ein Radfratz? Alter, macht jetzt mal 9 Schaden mit so einem beschissenen Angriff. Lass das. Ja, das ist das Problem bei Hunduster. Der hat einfach eine unglaublich schwache Verteidigung. Aber gut, yay, den haben wir auch besiegt. Ledian. Aha. Ledian, okay. Warum? Was kann der? Der tackelt mich. Kann ja auch cool. Kann der Kometenhieb? Der kann, glaube ich, Kometenhieb. Aber ob der das jetzt anscheinend noch nicht. Gott sei Dank. Und was kommt jetzt? Na klar, Kangama, fuck off, du Arsch. Brenne. Der kann Kometenhieb. Silberblick. Das ist uncool. Das ist echt uncool. Oh oh. Kann ich den Äther so einsetzen? Tatsächlich, na vielen Dank. LOL! Das Scheißding kann Biss. Jetzt habe ich der Arschkart. Now I have zogen the Arschkart. So ein Kackmist. Jetzt muss ich nochmal heilen und dann hoffen, dass ich ihn... Dann auch erledigt. Oh, scheiße. Juhu! Kangama besiegt.
Wer ist hier der Beste? Du bist wirklich so stark, wie ich vermutet habe. Aber lass mich dir etwas erzählen. Kennst du die Kanto-Region? Vor nur 2 Jahren hatten wir das Team Rocket dort versucht, eine Dynastie zu erschaffen und das Land unter unsere Kontrolle zu bringen. Wir starren die Pokémon anderer Trainer und führten Experimente. Sagen wir besondere Art mit ihnen durch und das mächtigste Pokémon aller Zeiten erschaffen zu können. Doch wir wurden aufgehalten von einem Kind. Wir hatten schon gewonnen, Kanto war unter unserer Kontrolle, doch dieses Kind. Doch dieses Mal gehen unsere Pläne noch weiter. Ich schätze, du kannst dir denken, was wir hier in Sanin vorhaben. Dasselbe wie in Kanto und du wirst uns nicht aufhalten können. Okay, nice. Die Story scheint echt cool zu sein. Ich bin begeistert. Das Spiel wirkt recht cool. Und ja, ich denke mal, es wäre auch Let's Play würdig. Aber jetzt beende ich erstmal diesen Part, beziehungsweise dieses Let's Look auf meine verschiedenen Hacks. Und das war Pokémon Nacht Schwarz. Wem es gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, dass ihr alle kennt. Setzt eure Comments drunter. Ihr geilen Früchtchen, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ein neuer Hack angezockt wird. Bis dann, euer Duran sagt Tschüss und Ciao.